Und damit herzlich willkommen zurück zum Diesel Railcar Simulator. Lange sind wir schon nicht mehr in dem Simulator gewesen. Aber es gibt da eine Strecke, die ich euch schon seit längerem zeigen wollte. Und zwar ist es die Mountain Pass Linie in 1067 mm. Also die Strecke an sich gibt es ja schon etwas länger. Nur halt jetzt neu in 1067 mm und zwar im Japan-Style. Was meine ich denn damit? Naja, unseren Triebwagen, den wir hier fahren. Das ist einer vom Typ Kia 35, wenn ich jetzt nicht falsch bin. So schaut der ganze Kollege hier aus. Ist vom gleichen Erbauer wie der, was die Strecke hier gemacht hat. Die Strecke an sich ist auch noch nicht fertig, gemäß Kommentar. Er hat da noch Pläne, die zu verlängern, und es soll auch noch einen Express-Service geben. Also momentan gibt es jetzt Regionalservice. Semi-Fast, den wir jetzt gerade fahren, und später Express, aber das soll dann ein eigenes Fahrzeug sein. Lassen wir uns überraschen. Momentan ist da noch nichts da. Und schauen wir mal, wie die ganze Fahrt so wird. Das Ganze fahre ich mit dem Raildriver in Advanced. Gangschaltung hat der hier nicht. Das ist momentan wirklich nur Beschleunigen und Bremsen halt. Und schauen, dass wir nicht über Rot drüber fahren. Das wäre noch von Vorteil. Jetzt noch nicht geprüft habe, ist, ob die Pfeife funktioniert. Gut, die funktioniert. Sehr gut. Wahnsinnig viel Leistung hat der kleine Kollege hier nicht. Das merkt man jetzt gerade hier, wo es ein bisschen nach oben geht. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Das ist echt lang her, dass ich hier in dem Simulator was gemacht habe. Weil es ist etwas ruhig in der Modding-Community. Ich meine, der Entwickler, der haut immer wieder mal Patches raus. Also da ist er gerade vor allem dabei, die Grafik zu verbessern. Aber Progress ist halt slow, weil er halt ganz alleine ist. Aber es ist so schön, in dem Simulator zu fahren, gerade mit dieser ganzen Aufhänger-Simulation. Ich meine, es ist einfach eine Augenweide, mit dem Drehgestell zuzugucken, wie es da reagiert auf die Strecke. Das, was Daftail Games erst vor kurzem als kleiner Patch rausgebracht hat, dass sich die Züge jetzt auch nach oben und unten bewegen. Ja, Diesel Railcar Simulator kommt es schon ewig. Mein Kollege. So, gehen wir mal Vollgas. Guten Tag, Herr Fahrdienstleiter. Schöne Schicht noch. Das gibt man sich voll an von TD2. Es gibt natürlich auch eine Passagieransicht. Sieht so aus. Ich muss sagen, das Modell hat da wirklich nicht schlecht hinbekommen. Also wir sehen dann auch, wie sich die Türen öffnen. Das ist alles mit animiert. Das ist komplett kostenlos. Ich habe mir nebenbei auch mal die Wikipedia-Seite zu diesem Dieseltriebwagen aufgemacht, den wir da hier fahren. Oh, da hatte ich fast ABS übersehen. Nicht so geil. Halt erwarten. Und der nächste Halt ist Shinmachi. Sag mal. Macht der Fahrdienstleiter wieder Freifahrt auf letzten Drücke? Nee, also ist ja auch das Schöne beim Diesel Railcar Simulator, dass wir da ja auch random Events haben, dass man zum Beispiel auch mal keine Einfahrt hat oder sowas. Ist ja alles möglich. Eigentlich wäre es aber eine Rettungsmission mit dem Triebwagen ganz interessant. Okay, bremsen wir mal rein, bis wir das Signal sehen. Ach ja, die ganzen Geschwindigkeiten auf der Strecke sind in km/h. Also auch diese 40er Tafeln und so, das sind km/h gemeint und nicht Meilen pro Stunde. Gibt halt gerade keine anderen Assets für km/h. Aber das hat er auch in die Beschreibung reingetan. Also wie es aussieht, haben wir Einfahrt. Jo. Ah, da steht ein bisschen blöd, das Signal. Kollege,
So. Lassen wir mal rollen. Na, da vorne sollten Vierermarker sein. Oh oh, da schließe ich vorbei, oder? Ja, natürlich. Ach ja, die Details. Und da sind die Türen aufgegangen. Weiß nicht. Ah, steht das genau auf der falschen Seite. Jetzt sehen wir es nicht. Aber wir sind on time. Ich lese euch mal ganz kurz vor, was in Wikipedia zu diesem Triebwagen hier drin steht. Die Kia 35 Serie zusammen mit der ähnlichen Kia 30 und Kia 36 sind DMUs, die früher von der japanischen National Railways JNA und später der JR Group betrieben wurden und später von den privaten Eisenbahnbetreibern von der Kanto und Mitsushima Rinki Railway betrieben wurden. Gebaut zwischen 1961 und 1966 sind sie eigentlich soweit in ganz Japan unterwegs gewesen. Und die allermeisten Einheiten sind dann aber 2012 aus dem Verkehr zurückgezogen worden und sind dann vor allem bei privaten Gesellschaften zum Einsatz gekommen bis heute. Des Weiteren sind einige Einheiten nach in die Philippinen runter und sind da unten seit 2015 in der Bicol Community Train und in der Metro South Commuter Line seit 2017 unterwegs. Und wir sollen abfahren. Okay, mach mal. So, Leistung bitte. Insgesamt wurden von diesem Typ 410 Einheiten gebaut. Und eben die letzten Einheiten sind im Dezember 2012 aus dem Dienst gegangen worden, wo sie dann halt zu den privaten Unternehmen gegangen sind. So, und von der Baureihe 36 gibt es eigentlich zwei große unterschiedliche Varianten. Das wäre einmal die Serie 35 und die Serie 30. Bei der Serie 35 ist es so, dass wir nur einen Führerstand haben, aber dafür eine Toilette. Und bei der Serie 30 ist es so, dass wir zwei Führerstände haben, aber keine Toilette mehr. Das ist eigentlich so der nennenswerte Unterschied gemäß Wikipedia. Ja, nächster Halt ist Okuyama 1531. Das ist dann gleich mal. Ich werde eigentlich ein bisschen das Cinematic hier machen. Und in den Philippinen sind insgesamt 6 Einheiten unterwegs von dieser Baureihe. Aber ist noch fraglich, wie viel dann von denen in der nahen Zukunft da rumfahren werden. Also absehbar, dass die Wender nur noch museal unterwegs sind. Oha, was da ABS übersehen. Warum habe ich da jetzt ABS gekriegt? Es kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Ja, wird schon hinhauen. Warnung in der Brücke? Na, das wird es nicht sein, oder? Just in case. Ah, es sieht schon gut aus. Muss man den Simulator schon lassen. Und auf der Strecke. Gerade von der Woche den Editor dazu noch mal angeschaut. Ich weiß nicht, ich komme mit dem so überhaupt nicht klar. So, Vorsignal. Diesmal weiß ich warum. Alter warten. So, Kollege, gib mal ein bisschen Schmackes.
dürften hier noch ein bisschen schneller fahren. Was ist das da vorne? Oder so? Ist das das Stellwerk hier nach dem Tunnel? Na, lassen wir uns mal überraschen. Mal so langsam hinrollen. Okay, wir haben Einfahrt. Oh, sieht man wieder. Echt spät. Ich glaube, da wird es Sinn machen, wenn das Signal ein bisschen weiter tiefer wäre. Wenn man es aus dem Tunnel noch sieht. So, schönen guten Tag, Kollege. Ja, so hoch wie das da ungefähr. Ja, da zische ich jetzt auch wieder. Ah ne, das ist die vierte Tafel. Ungewollt richtig. Ah, oh, gerade noch so davor. Ah, ich bin so ein Chaosfahrer. Ciao Kollege, gute Fahrt. So, Abfahrt um 32. Können wir hier schon mal ein bisschen lösen. Danach geht's nach Sakai oder so ähnlich. Aber ich schau mal gerade auf Wikipedia so die ganzen Liveries an. Von der Baureihe. Da sind noch ein paar schöne mit dabei. Also typisch Japan, nicht alles möglich, so farbtechnisch. Schau mal, komplett blau, komplett rot. So beige-blau, beige-rot, rot-orange. Wir sind sowieso ein bisschen verrückt mit den ganzen Zügen. Bevor jetzt der Diesel Railcar Simulator gespielt habe, habe ich mal auf YouTube so einen Dude anguckt, der... Also innerhalb einer Woche alle verrückten Züge soweit in Japan abgefahren ist, oder zumindest den größten Teil. Man natürlich, klar, die ganzen Shinkansen-Varianten. Davon gibt es übrigens eine Schnellzug-Variante, komplett im Pikachu-Style, der von ganz normal im regulären Service halt reinfährt. Und da hat er noch so gesagt, naja, der ist jetzt so im Fahrplan nicht besonders gekennzeichnet. Also es kann also sein, wenn jetzt irgendwie so Business-Dude halt einfach seinen Zug bucht, und erwartet halt irgendwie ganz normal Shinkansen mit Business-Leuten drin, dass auf einmal dieser Pikachu-Zug da auftaucht. Eigentlich noch ein witziger Gedanke. Oder da gab es einen Zug in der Nacht, der zum Sternenbeobachten da ist. Also da sitzt er dann quasi so ans Fenster raus. Also so wie da, nur umgekehrt, dass du halt so rausschaust. Und über dir hat es so einen Sternenhimmel und dann hat es einen Dude in jedem Wagen drin, der dir dann erklärt, was du da so für Sterne sehen kannst, wenn du halt nach oben schaust. Und in einem Wagen hat es dann sogar so ein Planetarium drin. Wenn im Fall, dass das Wetter schlecht ist, dann gehen die Leute da rein und dann wird es da halt visuell gezeigt. Hat richtig gut ausgesehen. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich das Video in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das selber ansehen. Es ist schon wieder abgegangen. Das ist wirklich wegen der Brücke. Wir müssen noch mal ein bisschen langsamer werden. Ja, kommen Sie mal runter mit dem Speed. 65. Ein bisschen zu viel gebremst. Was soll's? Ja, und dann natürlich diese kleinen Nebenbahnzüge, die so ähnliche DMUs haben wie den da, aber halt so als Einzelwagen. Da gibt es noch den ganz bekannten Zug da, der so im Katzenstyle drin ist, wo dann die Katze irgendwie dieser Bahnhofsvorsteher ist. Eigentlich mega niedlich.
Und natürlich die unterschiedlichsten Luxuszüge. Sogar, könnte was dem was das Äquivalent zum Orient Express, den hat er nicht gezeigt. Das ist ja echt ultra teuer. Schaut ja mega geil aus. Aber es gibt dann quasi noch so Billo-Varianten davon. Die dann quasi ein bisschen leistbar sind, so mit Privatabteil im Zug drin. Es ist schon crazy, was die da so anstellen. Abgesehen jetzt von der Landschaft und von den ganzen Wellnessangeboten war Japan schon mal interessant zu besuchen, allein schon wegen den ganzen Zügen. Dann so ein bisschen Nebenbahn fahren. Würde mich schon reizen. So, tun wir da halten? Ja, wir tun da halten. Ja, bremsen Sie mal bitte. Das ist mal ein bisschen zeitiger. So, schönen guten Tag zusammen. So, das passt. Schauen wir uns das mal draußen an. Ah ja. Eine kleine Station hier. Also man sieht schon, dass der ganz fertig ist. Also da hätte ich jetzt noch ein bisschen so Walddeko hingemacht, damit es nicht ganz so leer aussieht. Ich habe so ein bisschen an TS Classic, wo er dann da hinten immer die Texturen nicht nachlädt. Aber mit einer kleinen Mine, I guess, soll das da hinten sein. Momentan warten sie ja vor allem, dass ein Haufen neue Assets hier reinkommen, damit sie ja die Strecke schöner ausbauen können. Das ist momentan so sein Hauptgoal hier. Der Maestro, Abfahrt. Wäre natürlich noch witzig, wenn wir hier drin Leute hätten. Aber ich denke mal, das steht etwas weiter unten in der Prioritätsliste von dem Entwickler hier. Wenn ich mal so nachdenke, so ein DMU wäre dann auch noch für TD2 interessant. Dass wir neben diesem kleinen Schienenbus nochmal irgendwie was Anstiegeres hätten. Vielleicht da so ein Zweiteiler oder so. Ich meine, klar, die Dieselloks sind angekündigt, die drei. Da kann man was Anständiges an Lokbespannt fahren, aber trotzdem so einen Triebwagen fände ich jetzt schon nicht so gut geil. Eigentlich auch auf der elektrischen Variante, vielleicht so eine modernisierte Variante vom Kiebel. Oder würde ich mir auch wünschen, wenn der jetzige Kiebel so ein bisschen mehr Umf hätte. Weil der hat echt Mühe, seine 110 zu erreichen. Na, mal schauen. Ich werde demnächst mal Mastyna wieder auspacken. Das ist ja quasi mitunter dieses. Mastyna und TD2 waren ja ganz am Anfang ja mal zusammen, das war immer ein Projekt. Bis sich dann die Teams aufgesplittet haben wegen Meinungsverschiedenheiten etc. Und Mastyna ist ja da rein vom Fahrzeugpark viel umfangreicher als mit TD2. Kann man auch im Multiplayer spielen, als FTL. Aber da gibt es auch ein sehr geiles Singleplayer-Angebot. Mit Events, Rangieren und Co. Aber ich bin jetzt nicht so ganz reinkommen, wie man das richtig benutzt, den Simulator. Der ist noch umständlicher zu nutzen als mit TD2. Aber ja, kriegt man auch gelöst. So, das war jetzt dann eh der letzte Halt. Wir fahren bei Ashion und durch.
Und dann haben wir eine Durchfahrt beim Portal. Die Strecke ist halt leider nicht fertig. Ich bin wieder zu schnell. Oh, da hat sogar einen kleinen Industrieanschluss da hinten. Okay. Das sieht wieder schön aus von der Gestaltung. Also ich meine jetzt vor allem, dass wir in die Ferne rennen. Guck mal, was darf der Triebwagen eigentlich maximal fahren? Steht das da irgendwo? Wenn ich jetzt raten müsste, dann würde ich sagen 100. Warte mal, ich kann mir auf Wikipedia nachgucken. Ich bin jetzt natürlich im Spiel ja mit Zoom. Ups, Entschuldigung. Okay, auf Wikipedia steht dazu mal gar nichts, wie schnell der fahren darf. Naja. Aber ich glaube 100. Entweder 80 oder 100. Aber normalerweise hat es doch gerne mal so eine Plakette irgendwo hier drin. Das ist die maximal erlaubte Spaßgeschwindigkeit. Oh, ich habe so eine Vermutung, dass da hinten die Strecke aufhört. Ja, da hat die Strecke auch schon aufgehört. Ja gut, ich wollte ja das ja nochmal zeigen, dass das jetzt hier im Workshop mit da ist. Und mal schauen, als nächstes schauen wir uns vielleicht irgendwas in die Richtung. Und wenn dann wieder was Neues kommt vom Diesel Raycar Simulator, dann werde ich es natürlich hier zeigen, sofern es was Interessantes ist, streckenmäßig. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.